Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe erstmal eine Kleinigkeit für euch, denn wenn ihr mir Sims einschicken wollt für meine Let's Plays, zum Beispiel Baby Daddies für die 100 Baby Challenge oder keine Ahnung, mal Sims, die ich irgendwie umstylen soll oder Challenges mitmachen soll, also die ich dann benutze, wenn ich hier Challenges mache, könnt ihr das machen, wenn ihr einen Sim in die Galerie postet mit dem Hashtag Muli Sims. In näherer Zeit wird auch noch eine Einblendung kommen, dass ihr halt immer seht, wie das, also, dass das in jedem Video einmal aufploppt, dass halt alle erinnert werden, dass man das machen kann. Denn die Chiara hat mich durch einen Kommentar auf die Idee gebracht, dass man das ja machen könnte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr was einschickt. Wenn nicht, ist das natürlich auch okay, weil ich erwarte nichts, weil meine Community einfach noch nicht so groß ist. Wenn ihr aber Bock habt, Sims für mich zu erstellen, dann tut es. Ich freue mich sehr darüber. Und jetzt beginnen wir auf jeden Fall direkt. Meine Maus spinnt ein bisschen rum. Aber ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert. Wir machen heute die Schwarz- und Weiß-Challenge. Und ich würde behaupten, wir drücken einfach mal direkt an. Und ich hoffe, dass das so funktionieren wird im Leben. Oder so, ja. Und beginnen im Spiel. Ich habe den Sim auch aus der Galerie entnommen. Die sehen doch bestimmt cool aus. Ich hoffe, das ist eine okay Hautfarbe. Haarfarbe, wollte ich sagen. Und wir nehmen natürlich Lashes, weil die sind sehr wichtig. Die Black and White Challenge ist die erste Challenge, die ich jemals auf meinem Kanal gemacht habe, tatsächlich. Beziehungsweise seitdem ich halt so richtig Sims-Videos mache und so. Deswegen ist das hier schon was Besonderes, ne? Nehmen wir mal Custom Content Augenbrauen, weil dann könnte es lustiger werden. Lol. Ich werde euch das Video übrigens, was ich zuerst gemacht habe, in der Videobeschreibung verlinken. Denn dann könnt ihr mal sehen, wie viel ich mich verbessert habe oder halt auch eben nicht. Wie wäre es denn hier mit sowas? Ich weiß halt gar, also ich habe gar keinen Plan von den Farben oder so, aber ja, vielleicht nehmen wir die hier. Oh Mann, oh, ich will sie drehen. Aber meine Maus spinnt ein bisschen rum. Oh mein Gott, ich bin so genervt, ne? Also, ich weiß nicht, was da los ist mit meiner Maus, aber ich bin genervt. Auf jeden Fall würde ich sie jetzt auf jeden Fall so lassen und würde dir jetzt erstmal ein Outfit geben. Ich finde das hier eigentlich ganz cool. Ich meine, ich weiß nicht, was das für Farben sind, aber wir können doch einfach mal ein bisschen wild sein und sogar was mit Muster nehmen, wo wir wahrscheinlich dann komplett reinscheißen werden, aber es ist lustig, I guess. Und dann hier so ein Rock dazu. Ich weiß nicht, ob das gut wird oder nicht. Aber, I don't know, irgendwie finde ich sie ganz süß. Und so sieht es doch ganz gut aus, oder? Wir versuchen es einfach. Ich weiß nicht wieso, aber sie erinnert mich ein bisschen an diese Kim von Beauty and the Nerd. Ich weiß, also irgendwie hat sie was von ihr. I don't know, vielleicht bin das auch nur ich. Ich will, glaube ich, diese Schüchchen dazu haben. Ich weiß nicht, was das für Farben sind, aber wir versuchen es einfach mal. Ich möchte ihr ein Armband geben, weil das ist mir sonst ein bisschen zu wenig an ihren Armen. Das sieht doch ganz süß aus, oder? Ich hoffe, dass das irgendwie dazu passt. Sie braucht auf jeden Fall noch Make-up. Und das wird auch super interessant. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, aber wir versuchen es einfach mal. Wir haben ja hier nichts zu verlieren. Eigentlich schon, aber... Also die letzte Challenge war halt richtig gut, da habe ich halt, also der Sim sah schon echt süß aus, ne? Das würde ich halt gerne wieder so haben. So, und dann würde ich noch ein bisschen Highlighter, glaube ich, drauf klatschen, weil ich Bock drauf habe. Okay, ich glaube, sie ist schon fertig. Ich habe ein bisschen Angst, to be honest. Aber ja, wir haben keine Wahl. Und ich ziehe mal kurz das ein bisschen größer, damit wir hier nicht gespoilert werden, wenn wir das hier jetzt gleich eindrücken, oh mein Gott, ausdrücken. Wir machen das jetzt weg und ich, ja, wir sehen wieder alles normal, schön, Farben, I love it. Und ich drücke das jetzt weg und dann bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt. 3, 2, 1, oh mein Gott. Noch bunter hätte dieser Hund auch nicht werden können, oder? Aber das Make-up matcht auf jeden Fall zusammen und das sieht echt süß aus. Also bis hierhin, ey, ich will sie doch nur drehen, verdammt. Also so sieht sie schon echt cute aus. Not gonna lie. Die Augen passen auch richtig gut zu den Haaren, ey. Richtig cute. I love it. Ich finde halt, der Rock im Blau ist ein bisschen wild und diese Armbänder sehen in Schwarz-Weiß auch besser aus als das hier. Was ist das?
Also warum? Und diese Schuhe, naja, geht eigentlich. Ich finde halt nur den Rock ein bisschen sehr unpassend, to be honest. Aber sonst sieht das echt gar nicht mal so bad aus. Ich finde sie irgendwie süß. I don't know, ist halt einfach ihr Style vielleicht. Ihr müsst mir auf jeden Fall sagen, was ihr von ihr haltet, ne? Und dann müsst ihr vor allem, wenn ihr das andere Video auch kennt, wenn nicht, dann guckt es euch an, müsst ihr mal schauen, welcher Sim euch denn besser gefallen hat. Habe ich mich verbessert in dieser Challenge oder halt nicht? Wir wissen es nicht. Vielleicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!